Die Frage ist ja, ist Religion wirklich Privatsache? Dagegen möchte ich die Überlegung stellen, dass Menschen kommunizieren. Seit Paul Watzlawick gibt es das Schlagwort, wir können nicht nicht kommunizieren. Und insofern ist ja sozusagen jede Kommunikation ein Anlass zur Konfrontation, zur Auseinandersetzung. Und wir verlassen das Private eigentlich schon in dem Moment, wo wir in der Welt sind, in dem wir kommunizieren. Eine Warum? große Autorität zum Thema Kommunikation, Martin Buber. Der Mensch wird am Du zum Ich. Das heißt, Menschen brauchen einander, um in die Welt zu kommen, um sich selber zu verstehen, um die Welt zu verstehen und darüber hinaus. Im afrikanischen Ubuntu gibt es nach meiner Auffassung denselben Gedanken, aber gleich in den Plural gewendet, nämlich ich bin, weil wir sind. Also das waren die beiden Sätze, die ich gerade zitiert habe. Der Mensch wird am Du zum Ich und ich bin, weil wir sind. Und jetzt gehe ich davon aus, dass die meisten von Ihnen eben als Sozialarbeiterin, Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen ausgebildet sind oder eben auch als Lehrerin. Da gilt das ja mutatis mutandis auch. In der sozialen Arbeit ist ja interessant. Sie ist ein eigener Diskursraum in der Gesellschaft. Das heißt, sie produziert Fachlichkeit durch ihre Überlegungen zur Professionsausbildung als Sozialarbeiter. Das habe ich gelernt, das Trippelmandat der sozialen Arbeit. Da ist die Profession ein wichtiger, sagen, Habitusfaktor auch. Gleichzeitig nimmt die soziale Arbeit an den Diskursen der Gesellschaft teil. Sie ist Akteurin. Zum Beispiel in Kommunikation mit Jugendämtern, mit Flyern, die aus den Projekten rausgegeben werden und so weiter. Soziale Arbeit ist in die Diskurse der Gesellschaft verwoben und damit kontextabhängig. Das haben wir durch die Zusammensetzung der Kollegenschaft und was sie so an biografischen, weltanschaulichen Hintergründen mitbringen. Das ist abhängig vom Ort, wo Menschen arbeiten, der sie geprägt hat, also wieder Stichwort Berlin-Frankfurt zum Beispiel und vielfache Dinge mehr. Diskurse der Gesellschaft sind auch mediale Diskurse, die spielen auch in die soziale Arbeit hinein. Und vierter Aspekt bei dem Diskursthema, soziale Arbeit prägt Diskurse der Gesellschaft mit und hat eben auch eine Macht, eine Sprachmacht. Und diese sozusagen verschiedenen Rollen auch des Diskurses von Menschen, die in der sozialen Arbeit tätig sind, finde ich auch eine ziemliche Herausforderung der Reflexion, der Selbstreflexion und natürlich auch der Außenkommunikation der Tätigkeit. Klar, kleine Wiederholung, wissen Sie alle, in der Kommunikation der Gesellschaft sprechen immer viele Sprachen gleichzeitig. Alltagssprachen, Privatsprachen, Milieusprachen, Jugendsprache, Sprache der Politik, Fachsprachen der Institutionen, Stichwort Ausländeramt, Wissenschaftssprachen, verschiedene Sprachen als Fremdsprachen. Da haben wir es mit den Sprachhierarchien zu tun. Wir wünschen uns alle, dass die Kinder Englisch und Französisch so früh wie möglich lernen, aber warum eigentlich nicht so schnell Türkisch und Arabisch und so weiter? Sprachen der Weltdeutung sind natürlich auch in den Sprachen vermischt und da würde man vielleicht die Religionen nennen, mit ihren Vorstellungsbildern, Narrationen, die ja auch in der Sprache sind und die Weltanschauung natürlich auch durch den Verzicht auf Bilder oder eben andere Bilder. Auch Religion ist Kommunikation. Vielleicht eine kleine Rückfrage an Sie. Dieses Foto konnte man in der letzten Zeit relativ häufig sehen. Was verbinden Sie damit? Was ploppt bei Ihnen auf, wenn Sie das sehen? Einfach schnell reinrufen. Eine Öffnung von Kirche für queere Menschen. Dankeschön. Und noch andere Assoziationen? Pastoraler Weg. Aha, noch was? Vielleicht noch eine dritte Stimme. Na gut, dann lassen wir es bei den beiden. Sie haben zwei Resonanzen darauf gehört.
die sozusagen ganz unterschiedlich kontextuell reagieren. Das Thema queere Menschen haben Sie vermutlich abgeleitet durch die Regenbogenfarben, auf denen dieser Satz steht. Und der pastorale Weg haben Sie vermutlich eher geschlossen, weil der Hintergrund da so ein Kirchengebäude mit Taubengitter ist oder man weiß nicht, ob es eine Baustelle ist. Also man schaut immerhin, was ist im Grunde auch meine primäre Assoziation oder wie verbinden sich eigentlich Dinge? Ohne dass wir jetzt inhaltlich über diesen Satz sprechen, den bestimmt viele Leute, ich weiß nicht, ob es unter Ihnen auch welche gibt, die These-Anhängerinnen und Anhänger sind, in der lateinischen Variante singen, ubi caritas, ibi Deus est. Das wäre eine deutsche Übersetzung, gibt es auch anders. Also von daher gibt es viele Resonanzen. Die Resonanz sähe ganz anders aus, wenn man jetzt nur auf den Satz schaut, wenn Sie da unten bei dem Leo Tolstoi den Buchtitel sehen, wo die Liebe ist, ist auch Gott, sind Erzählungen. Die Illustration des Mannes mit dem roten Kassack und der Hand auf dem Herz mit dieser dörflichen Illustration im Hintergrund, da würden wir vielleicht jetzt im Moment nicht unbedingt auf diesen Satz kommen, ist aber eine Illustration aus einer anderen Ausgabe dieser Erzählung von Leo Tolstoi. Das heißt, kleines Beispiel, ist für alle klar, Kommunikation wird vom Kontext geprägt und Kontexte bestimmen wiederum die Kommunikation. Es geht um Liebe. Liebe ist ja etwas, was sich alle Menschen wünschen, was man gar nicht genug kriegen kann. Und wenn man es so ein bisschen auf die Handlungsebene übersetzt, ist es Präsenz, Aufmerksamkeit, Wohlwollen. Ich denke, das sind die Arbeitsmittel für alle Menschen, die in der sozialen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen unterwegs sind. Und als berufliche Herausforderungen ist Kommunikation und Verlässlichkeit natürlich ein wichtiges Standbein der Arbeit. Auf Seiten der Kinder und Jugendlichen begegnen eben Neugier, Weltwissen, Erkundungsdrang, Entwicklungsschritte, die sie machen, dieses Bedürfnis und die Fragen nach Orientierung gleichzeitig und vermischt in allem, manchmal auch die Lust an Provokation, die damit verbunden ist, Grenzen auszutesten und Themen anzusprechen, die sie im Grunde vermissen. Alle diese sozusagen kommunikativen Prozesse, dieses Verbundensein ja in Kommunikation, wird mit der Theorie des symbolischen Interaktionismus bezeichnet. George Herbert Mead ist da einer der Vordenker. Ich denke, ich nenne das bloß, um den Horizont deutlich zu machen, auf dem ich hier unterwegs bin. Oder wenn Sie es nochmal aus der Kommunikationstheorie schauen, das Modell von Paul Watzlawick, man kann nicht kommunizieren. Kommunikation ist sowohl Ursache als auch Wirkung. Gehört also immer sozusagen diese Aktion-Reaktion zusammen. Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt. Habe ich gerade 2 und 3 vertauscht. Kommunikation findet analog und digital statt. Und wichtig beim Thema Religion in der Gesellschaft ist, finde ich, diese Beobachtung, dass Kommunikation symmetrisch oder komplementär ist. Es ist leicht, also symmetrisch heißt, wenn es im Grunde wenn zwei Menschen auf derselben Machtebene miteinander kommunizieren, was ja in der sozialen Arbeit mit Kindern, Jugendlichen nie der Fall ist, weil natürlich der Erwachsene immer sozusagen eine hierarchische Position einnimmt und die Kunst der pädagogischen Profession ist ja, um die Hierarchie zu wissen, aber um der Entwicklung der Kinder und Jugendlichen willen, sie zu überbrücken, Brücken zu bauen und im Grunde immer so zu tun, als ob Kinder bereits sozusagen auf derselben Hierarchiestufe sind und damit eben Entwicklung zu fördern. Also die Aufgabe der pädagogischen Profession ist ja, indem sie auf Freiheit hin erziehen, diese hierarchische Situation zu managen, gut zu gestalten und die komplementäre Kommunikation ist meines Erachtens eine sehr wichtige sozusagen theoretische Hintergrundgeschichte auch, um die Frage der Religion einzutragen. Weil da gibt es verschiedene
Probleme oder verschiedene Hürden. Und jetzt in dem Ganzen, warum eigentlich Religionssensibilität? Religionssensible Pädagogik, Sozialarbeit, Erziehungsarbeit erkennt Religion als Ressource und braucht eine Haltung. Die Ressource liegt eben beim anderen Menschen, der in der Entwicklung seiner Freiheit, seines Selbstverstehens eigentlich alles an Hilfsmittel zu sich ranschafft, kommunikativ, was interessant klingt, was er brauchen kann. Und die Haltung ist die Frage der pädagogischen Gegenüber. Wie gehe ich in diese sozusagen bulimischen Kommunikation, alles ist interessant, alles will ich mal ausprobieren, damit um. Und die Haltung ist eben auch deshalb wichtig, weil sie bei den Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen und dem Thema Religion umgehen, natürlich mit dem konfrontiert sind, was sie biografisch selber an Religion erfahren haben, im Guten und vor allen Dingen wie im Schlechten oder auch noch gar nicht oder eben auch nur in einem bestimmten Lebensbereich. Und die Aufgabe wäre eigentlich bei dem Thema Religionssensibilität, die Vielfältigkeit von Religion wahrzunehmen und ihre individuellen und kollektiven Ausdrucksformen als subjektbezogene Religiosität anzuerkennen. Da ist ein bisschen viel schon drin. Das ist sozusagen eine Herausforderung für alle, die, also nicht nur, wenn man jetzt sozusagen in einer Religion beheimatet ist, ist es genauso dieselbe Reflexion wie für jemanden, der sozusagen nicht beheimatet ist oder der im Grunde mit anderen immer konfrontiert ist. Es ist eine, das ist die Frage der eigenen Wahrnehmung und was sozusagen gebe ich davon auf mein Gegenüber ab, in dem Bewusstsein, dass das, was ich bei meinem Gegenüber wahrnehme, niemals sozusagen für eine ganze Religionsgemeinschaft steht. Das wissen wir ja auch aus anderen Bereichen. Alles repräsentiert sich zunächst mal individuell in einer Mischung, die durch verschiedene Faktoren geprägt ist. Also Religionssensibilität entsteht aus habituellen, reflexiven und kognitiven Kompetenzen. Das heißt, sie betrifft das Verhalten, die Reflexion und das Verstehen und sozusagen dieser Prozess ist ein erweiterter Prozess von Selbstreflexivität. Und jetzt nochmal zu diesem Begriff der subjektbezogenen Religiosität. Das heißt, es wäre die Reflexion von der Folie vorher, dass was ich als Religion oder religiös wahrnehme, kein System repräsentiert, sondern die Aktualisierung bei dieser Person, die mir begegnet. Also was an Selbst- und Weltdeutung, also Sinn artikuliert wird oder eben nachgefragt wird. Die berühmten Fragen, woher kommen wir, wie ist das Verhältnis von Ich, Du und Wir, warum ist etwas und nicht nichts, was ist Glück, warum der Schmerz, Gerechtigkeit, auch natürlich ein wichtiges Thema für religiöse Antworten, wie ist das mit dem Tod, wie sind meine Endlichkeitserfahrungen eigentlich zu deuten und schlicht alles, was ist der Sinn des Lebens? Das sind ja die Fragen, die im Hintergrund sind, die oft eben gar nicht so ausdrücklich gestellt werden, aber für die Antworten gefunden werden, die dann einfach ausprobiert werden. Und Antworten auf diese manchmal unbewussten Fragen gibt es in Hülle und Fülle, in Poesie, in Liedern, in Filmen, Weisheiten der verschiedenen kulturellen Überlieferungen, in den Sprachen der Religionen, in den Graffitis an den Mauern, wenn wir zur S-Bahn gehen und so weiter. Die ganze Welt ist ja voller Botschaften, die Sinn machen können oder erstmal als sinnhaltig aufgefasst werden können. Und diese Narrationen verbinden sich mit den Informationen aus der Wissenschaft, also was man eben wissen kann und muss und auch was einem an Wissen aus Institutionen mitgeteilt wird. Es ist immer situativ aktualisiert durch soziale Erfahrungen in der Familie, durch die ökonomische Lage, durch die ökonomischen Ressourcen, durch die Sprache, Sprachen, den Wohnort, wie viel Wohnraum da ist, die rechtliche Situation und vieles mehr. Das wissen Sie ja auch aus anderen Bereichen von Themen. Im Hinblick auf die Religion und den Umgang mit Religion ist eine wichtige Situation bei uns in einer pluralen Gesellschaft gerade eine Herausforderung,
nämlich dass die Ebenen der Religionsdiskurse meistens vermischt sind oder eben nicht unterschieden sind. Es geht ja alles ein bisschen durcheinander. Das können Sie an diesem Religion ist die Liebe auf der Regenbogenfahne sehen. Man würde es anders übersetzen, wenn man es als das Plakat der queeren Aktion in der katholischen Kirche jetzt vor einer Woche auffasst oder eher so allgemein pastoraler Weg. Es ist ein Satz, der zunächst mal innerhalb der Religionsgemeinschaft gesprochen ist, aber der natürlich als Satz auf einer Fahne öffentlich auch die anderen anspricht. Letzte Woche habe ich mit demselben Foto in einer Gruppe hier gesessen und da hat als erster ein muslimischer Teilnehmer gesagt, ja genau, das ist auch das Thema im Islam. Und also bringt jeder im Grunde seine Reaktion mit. Und das zeigt einfach, dass die Binnenkommunikation von Gemeinschaften nicht im Inneren bleibt, sondern natürlich immer nach draußen geht. Die nächste Ebene und eben die pädagogisch wichtige Ebene ist dann, was einzelne Menschen aus diesen Sprachen für sich aktualisieren, als Sinnraum, als Energieraum, als Trostraum, als Protestraum oder eben sozusagen als Selbstgestaltungsraum im Sinne der Spiritualität. Der dritte Diskursraum, der uns immer betrifft, ist Religion im medialen Diskurs in Form der Nachrichten. Und da haben wir es eigentlich ständig mit Krisennachrichten, mit Terror zu tun. Und dann hören wir wie selbstverständlich von der muslimischen Welt, obwohl das eben auch eine sozusagen Wahrnehmung unter der Brille der Religion ist. Man könnte auch differenzieren, ist es die arabische Welt, ist es Indien, ist es Afrika, aber nein, es wird sozusagen global wahrgenommen. Und die Herausforderung von allen in der sozialen Arbeit und in pädagogischen Professionen, um die Kinder zu achten, die bei uns sind, ist genau dieses zu unterscheiden, meine ich. Das ist sozusagen der Inhalt, den ich da beschrieben habe, 2016, den Frau Lorenz erwähnt hat. Warum ist das eben so eine Vermischungsform im Moment? Wir leben im pluralen, säkularen Staat, in einer pluralisierten Gesellschaft und diese Religionspluralisierung kommt ja eben nicht nur durch Migration, sondern die Pluralisierung betrifft ja auch die eingesessenen Religionen, also die katholische, die evangelische Kirche, die Freikirchen und alle sozusagen Kirchen des ganzen kirchlichen Spektrums. Und das ist eben auch ein sozusagen Teil der Pluralisierung. Ich kann auch sagen, es ist eine Differenzierung. Im Bereich der katholischen Kirche ist es ja ganz klar, die Austrittswelle jetzt seit den letzten 3 Jahren ist verschärft durch das, was wir da an Unsäglichem der Kommunikation der Kirchenleitungen erleben. Und aber es ist einfach ein Prozess, der schon viel länger stattfindet, weil man einfach sagen kann, die Religionsgemeinschaft in sich hat einen gewissen Modernisierungsbedarf, der viel zu zögerlich angegangen wird oder eben auch verschleppt worden ist. Also von daher gibt es eben auch in den sozusagen bisher gesellschaftsprägenden Religionen einen großen Umbruch, der mit auch in die Pluralisierung hineinspielt. Auf einer weltweiten Ebene würde man sagen, dass auch die Religionswahrnehmung durch die Globalisierung sich beschleunigt hat und auch nochmal in einen anderen Diskurs gedrängt wird. Also zum Beispiel Gerechtigkeitsthemen. Das wäre sehr interessant zu gucken, was da gerade passiert. Dann ist natürlich mit dem Thema Religion auch in der Bundesrepublik in Berlin ist es besonders deutlich immer, dass das Thema der Säkularität angefragt. Also ist ein bisschen die Verwunderung, dass entgegen allen Prognosen Mitte des 20. Jahrhunderts Religion nicht verschwindet. Das war ja auch so eine Geschichtserwartung durch die Und Charles Taylor, der kanadische Sozialphilosoph, spricht eben von einem gegenläufigen Druck tatsächlich gegen die zunehmende Säkularität, Funktionalität und so weiter. Und im Bereich der angelsächsischen Literatur kann man sagen, dass die Pluralisierung und Individualisierung eben neue Fragen an die Auffassung von Säkularität und Religion stellt. Also offenbar gehört ja beides zusammen und beides interagiert.
Und insofern können wir eben für die soziale Arbeit sagen, im Rahmen der verschiedenen Diversitätsmerkmale, die jetzt gerade im Schwange sind, ist eben Religion möglicherweise auch eines. Und das wäre zumindest ein Konzept, womit man auch schon mal, glaube ich, ganz gut weiterkommt. Ich habe Ihnen noch mal ein paar Argumente von Charles Taylor hier aufgeführt, warum, wie er diesen gegenläufigen Druck wahrnimmt oder was das für Momente sind. Und er sagt, die Fülle des menschlichen Lebens sei ein Moment, was eigentlich immer mehr Ausdruck braucht, als die Sprache der Funktionalität braucht. Und eben dahinter steht die Erfahrung, dass Menschen nicht nur determiniert sind, sondern kreative und gestaltende Akteure. Das ist ja das Thema beim Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen. Menschen haben Motive ethischer und spiritueller Art, die mehr als die Achtung für das Gesetz sind, also die Frage der Verbundenheit, des Zusammenhangs, der gemeinsamen Ressourcen. Zum Beispiel zu diesem Punkt würde ich auch zuordnen, was Fridays for Future eigentlich so interessant macht. Da ist das Thema Klima eigentlich der Aufhänger dafür, dass eine tiefe Verbundenheit und eine Frage nach Gerechtigkeit artikuliert wird. Charles Taylor nennt die ästhetischen Gründe. Kunst und Natur motivieren Menschen. Sie empfinden tieferen Sinn und können eine ästhetische Resonanz als Form lustvoller Reaktionen neben anderen deuten. Und er fragt, wie lässt sich die spezifische Kraft kreativen Handelns, ethische Forderungen oder künstlerischen Erlebens erklären, ohne auf eine transzendente Kraft Bezug zu nehmen, die uns anspricht. Also eine transzendente Kraft, das, woraufhin wir unterwegs sind, das, was uns antreibt. Um nochmal auf diese sagen, populären Darstellungen von eben einzugehen, Präsenz, Geborgenheit, Liebe. Viele Bilder sind um uns, traditionell geprägte Bilder, hier wie eine schwarze Pietà aus dem christlichen Bereich, der junge Mann, der sein Baby da so bergend in den Armen hält, auch sozusagen ein Bild für Verbundenheit, für menschliche Zugewandtheit, was wir kennen. Und sozusagen in diesem Resonanzraum der Präsenz, der Aufmerksamkeit findet ja sehr viel statt, wo wir dann sagen, System, Religion sofort eintragen, wo die Nachfragen entstehen. Soweit würde ich jetzt hier mal eine Pause machen oder würde mal von mir aus stoppen.